Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner Live. Bei mir zu Gast sind jetzt die beiden Anwälte Florian Höllwart und Alexander Scheer. Schönen guten Abend. Danke, dass Sie wieder ins Studio gekommen sind. Aktueller Anlass, Impfpflicht. Wir haben vorher schon mit der Verfassungsministerin darüber gesprochen. Sie beide haben jetzt das Einleitungsverfahren, heißt es, glaube ich, für ein Volksbegehren gestartet, das sich gegen die Impfpflicht richtet. Worum geht es denn da genau? Na ja, gut, wir haben bei unserem Volksbegehren geht es um zwei Aspekte. Einerseits wollen wir eine verfassungsgesetzliche Regelung, dass eben keine Impfpflicht verordnet werden darf. Wenn das durchgehen würde, würde die jetzige Impfpflicht jedenfalls gehoben werden. Also wenn der Nationalrat das als Verfassungsgesetz verabschiedet. Und der zweite Aspekt ist die fast gravierende Geschichte, nämlich die Diskriminierung der ungeimpften Personen. Weil in den letzten Monaten hat sich herausgestellt, dass selbst der Gesetzgeber gar nicht so scharf ist wie manche Private, beispielsweise ORF oder die Auer, die mittlerweile Mitarbeiter zwingt, geimpft zu sein oder die ihren Job verlieren ansonsten. Und wir wollen gegen diese Diskriminierung vorgehen. Das soll genauso sein, wie wenn jemand wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner Religion beispielsweise das Lokal nicht betreten darf. Mhm. Jetzt läuft dieses Verfahren, glaube ich, oder Einleitungsverfahren seit knapp 3 Tagen. Wie viele Unterstützungserklärungen haben Sie schon? Wir haben am 15.01. letzten Freitag vom Bundesministerium für Inneres Wahlangelegenheiten die Freigabe für das Volksbegehren bekommen. Wir haben jetzt 3 Tage später über 40.000 Unterschriften. Man muss dazu sagen, dass für das Einleitungsverfahren, also für die Unterstützungserklärungen, 8.400 Unterstützungserklärungen notwendig sind, damit das Einleitungsverfahren dann erfolgt. Und diese 8.400 sind in einem Tag gebrochen worden. Wenn das so weitergeht, dann kann das zum erfolgreichsten Volksbegehren der Zweiten Republik werden. Und wir hoffen, dass hier die Bevölkerung, und es betrifft ja auch alle Schichten, es betrifft Genesene, Geimpfte, Ungeimpfte, hier von dem Recht Gebrauch machen, mittels Bürgerkarte, Handysignatur oder zum Gemeindeamt zu gehen und dieses Volksbegehren, keine Impfpflicht, zu unterstützen. 40.000 ist wirklich ein enormer Wert innerhalb von 3 Tagen. Worauf führen Sie diesen sehr großen Zuspruch denn zurück? Naja, weil das Thema heikel ist. Kein Mensch will zwangsgeimpft werden und die Leute, die bereits geimpft sind, sehen vielleicht das Problem noch nicht. Aber die Leute, die bis jetzt nicht geimpft waren, machen das ja bewusst. Sie sagen, sie wollen diese Impfung nicht. Und wir haben das einfach aufgezeigt und gesagt, wir wollen verhindern, dass diese Impfpflicht kommt. Spannend wird es ja, umso länger es dauert, umso mehr Leute werden ja davon betroffen werden, weil alle Menschen, die dann ihre 3. Stich hinter sich haben, müssen dann mit dem 4. Stich rechnen, mit dem 5. Stich, und die werden irgendwann mal sagen, stopp, wir wollen das nicht mehr. Ja. Und das dämmert langsam den Leuten und die sagen, hey, so weit geht das nicht. Es ist die eine Sache, dass man sich selber schützt, soll jeder machen, wie er will. Aber Menschen dazu zu zwingen, die nicht wollen, das geht zu weit. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Volksbegehren? Weil die Impfpflicht an sich wird ja mit Februar starten, die Regierung hält daran fest. Wann soll denn die Eintragungswoche, gibt es immer eine Eintragungswoche beim Volksbegehren, wann soll denn die dann über die Bühne gehen? Das überlegen wir uns noch. Es sind ja Semesterferien. Wir wollen hier der Regierung nicht ein Moratorium gewähren. Insofern ist es uns relativ egal. Wir haben ja schon sehr viele Unterschriften. Wir brauchen 100.000, dass es im Nationalrat behandelt wird. Das werden wir wohl locker erreichen und wir werden uns da abstimmen gegenseitig, wann der geeignete Zeitpunkt dafür ist. Ja. Mhm. Jetzt ist Ihr Ziel, die Impfpflicht zu kippen, oder was ist eigentlich das Ziel dieses? Ja, das Ziel ist, die Impfpflicht zu kippen, dass wir tatsächlich nicht mehr mit so einem Thema konfrontiert werden. Einem Thema, wo selbst vor 6, 7 Monaten die Regierung gesagt hat, es kommt sowieso nicht, weil es entspricht nicht dem österreichischen Grundprinzipien. Also wir wollen diese Impfpflicht nicht und andererseits wollen wir wirklich jetzt endlich mal den Ungeimpften auch die Möglichkeit geben, dagegen vorzugehen, dass sie tatsächlich ständig diskriminiert werden. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, warum sind Sie so gegen diese Impfpflicht? Was macht diese Impfpflicht Ihrer Meinung nach ja, ungesetzlich bzw. nicht verfassungskonform? Die Impfpflicht ist aus unserer Sicht deswegen dann verfassungswidrig, weil das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, mein Grundrecht zu entscheiden, welche Medikation ich zu mir nehmen möchte,
hier mit einem Volksschulgesetz drüber gefahren wird. Volksschulgesetz meinen Sie, weil es unausgegoren ist? Es ist unausgegoren. Es ist einfach, aber insofern stringent zu den Auftritten in der Pressekonferenz der jeweiligen Minister. Es ist stringent zur Kommission, zum Gutachten der Gecko-Kommission. Auch das ist ein Volksschulaufsatz. Es ist hinten und vorne eine Katastrophe. Man kriegt eigentlich nur Bauchweh davon, wenn man es am Anfang liest. Und wenn man das Ende liest, dann kollabiert man spätestens aufgrund dieser verfahrensrechtlichen unausgegorenen Bestimmungen. Vor allem, es sind Verfahrensrechte, die wirklich mit Füßen getreten werden. Ich habe das Recht, einen unabhängigen Sachverständigen in meinem Strafverfahren zu bekommen. Dieses Gesetz sieht vor, dass derjenige, nämlich der Amtsarzt oder der Epidemiearzt, der ausgewählt wird vom Gesundheitsminister, quasi dann mein Sachverständiger im Strafverfahren ist. Wir können uns an fünf Fingern abzählen, wie die Ergebnisse von derartigen Sachverständigen sind, die ausgesucht werden vom Minister, weil sie Impfbefürworter sind. Wir haben die Problematik, dass heute ich mich nicht mehr befreien kann, weil ich das Risiko einer Schädigung habe, sondern ich muss konkret belegen, dass ich eine Schädigung habe. Ich muss meine Befunde bringen und dann entscheidet letztlich durch Verordnung der Gesundheitsminister, welche Krankheiten denn quasi Kontraindikationen für die Impfung sind. Und das ist schon heftig, wenn plötzlich einmal es beginnt, dass der Gesundheitsminister darüber entscheidet, was schlecht für mich ist und nicht mein Arzt. Und das sind Inhalte, das sind die Kernthemen. Und natürlich dann diese Polizeistaatmethoden. Wir haben in der ursprünglichen Version gab es einen Abgleich, wer geimpft ist, und alle Leute wurden gleich behandelt. Jetzt haben wir Polizeistaatmethoden, wo die Polizei auf der Straße jeden ansprechen kann und sagen, sind sie geimpft? Nein, sind sie nicht geimpft? Dann kriegen sie ein Organstrafmandat. Das ist Ihrer Meinung nach rechtlich auch nicht okay. Das ist eine Katastrophe, auch wenn der Innenminister und der Bundeskanzler in dieser Pressekonferenz mitgeteilt hat, dass hier keine Willkür stattfinden wird, sondern nur, wenn man aufgehalten wird. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass es entsprechende Planquadrate geben wird, angeordnet vom Innenminister, und mit diesen Planquadraten sichergestellt werden soll, dass auch lückenlos die Personen auf ihren Impfstatus kontrolliert werden. Interessant ist auch, dass die Regierung die Zeit der Behörde verlängert hat, über einen Einspruch zu entscheiden, nämlich auf 24 Monate. Und da merkt man einfach, dass hier alles gemacht wird, um mit aller Gewalt über die Personen drüber zu fahren. Und an dieser Stelle muss ich schon sagen, die Regierung hat sich zumindest eines schweren moralischen Verbrechens schuldig gemacht. Die Regierung ist schuldig und hat die Verantwortung dafür zu tragen, dass Personen ihren Arbeitsplatz bereits verloren haben, dass sie massiv gemobbt werden am Arbeitsplatz, dass sie Angst bekommen, dass sie darüber nachdenken, auszuwandern. All diese Sachen hat die Regierung letztendlich vorsätzlich durchgeführt und kein einziges Anzeichen, nicht einmal jetzt gesetzt, dass man sagt, es kommt eine Impfpflicht, aber ich mache das so, dass irgendwelche Bedenken beseitigt werden. Nein, mit 1. Februar kommt das Gesetz in Kraft. Unabhängig davon, wie viel 100.000 Stellungnahmen abgegeben wurden, die wurden gar nicht berücksichtigt. Es wurden in der Gecko-Kommission war der Ärztekammerpräsident Dr. Sekeresch drinnen. Es war kein Präsident einer Rechtsanwaltskammer drinnen. Der Dr. Sekeresch hat von Anfang an sich dagegen ausgesprochen, dass Vertragsärzte, Intensivmediziner, Psychiater Atteste ausstellen kann. Das steht jetzt drinnen. Hier ist davon auszugehen, dass dieses Gesetz, das in Kraft treten wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, sofern es nicht ein paar Abgeordnete gibt, die sich dagegen aussprechen werden, dieses Gesetz war schon von Anfang an in der Schublade des Bundeskanzlers und ist als einziger Taschenspielertrick zu betrachten, nämlich dass der Ministerialentwurf diesem Gesetz vorgeschalten war. Ich möchte nur sagen zu dieser Polizeigeschichte. Man muss sich vorstellen, wir leben in einem Land, wo ich als Schüler noch gelernt bekommen habe, wenn eine Frage hat, gehst zum Polizisten, der hilft dir. Wir stigmatisieren jetzt Polizisten dazu, quasi Vollstrecker des Innenministers zu werden, Vollstrecker des Gesundheitsministers zu werden. Mir schweben Situationen vor, wo Menschen mit dem Kinderwagen plötzlich von der Polizei aufgehalten werden und gefragt werden, haben sie einen Impfpass? Wo Kinder am Hand erleben müssen, wie Eltern gestraft werden, nur weil sie nicht den richtigen Pass haben. Ich habe die verrückte Idee gehabt, gestern im Abendlichen
persönlichen Gespräch. Er hat gesagt, da werden sie mal auf der Wollzeile vorne und hinten die Polizeisperren machen, weil das können sie gut bei den Demonstrationen ja auch, die Polizeisperren, die Einkesselungen, und alle checken, ob die geimpft sind. Ich meine, dafür ist die österreichische Polizei nicht da. Dafür hat man diktatorische Systeme, für, wo die Polizei diese Aufgaben hat, aber nicht in Österreich. In Österreich war die Polizei immer ein Helfer und nicht ein Sanktionierer. Und das wird jetzt gemacht. Bei diesem Innenminister. Aber jetzt ist es ja so, muss man sagen, dass diese Impfpflicht am Anfang ohnehin nicht kontrolliert und auch nicht sanktioniert wird. Ist das nicht viel Aufregung im Endeffekt um eine typisch österreichische Lösung, wo im Endeffekt eh nichts rauskommt? Nein, weil es eine Öffnung der Büchse der Pandora ist. Wenn ich damit beginne zu sagen, ich greife jetzt in Grundrecht, in das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit ein, mit dem Argument, weil es zu wenig Spitalsbetten gibt. Man möge, ich will es nicht aussprechen, aber man möge sich das überlegen. Es gibt viele Situationen, wo Krankenbetten möglicherweise zu wenig sind, wo man Leute nicht mehr ordentlich versorgen können. Ja? Und wenn ich hier in die körperliche Unversehrtheit bereits eingreife, ist das ein Tabubruch, der seinesgleichen sucht. Und das darf man nicht zulassen. Es gibt keine Notwendigkeit dafür. Und wenn man der Regierung Glauben schenken würde, dass es ihnen ausschließlich um die Pandemiebekämpfung ginge und nicht um die Kontrolle, weil das ist ein Kontrollgesetz, dann muss man sich fragen, warum wurde nicht bisher in die Infrastruktur, in Krankenhäuser, in Covid-Zentren, in Pflegepersonal investiert. Dieses Gesetz kostet den Staat locker 150 bis 200 Millionen Euro. Die Vorsitzende der Richtervereinigung hat schon gesagt, sie braucht 300 mehr Planstellen. Die Gerichte haben höchstens Bedarf an Personen. Sie sagen 150 bis 200 Millionen Euro, weil der Verwaltungsaufwand zu richtig ist, oder wie berechnet? Ja. Richtig. So, und nach der Primitivberechnung, nach der Erstberechnung. Entschuldigung, und jetzt frage ich mich, warum hat man diese 150 Millionen, 200 Millionen nicht in Infrastruktur, in Prävention gesetzt, in Prävention von Personen, die nicht geimpft sind, die vielleicht positiv sind, und denen zu helfen. Und jetzt werden hier 150 Millionen in ein Gesetz verbraten, und da muss man sich auch die Verantwortung der Regierung vor Augen führen, dass natürlich, wenn ein Gesetz zustande kommt, hier auf die Kosten zu Rücksicht nehmen muss. Man kann nicht ein Gesetz beschließen, das ein Vermögen kostet. Auch hier ist eine Verantwortung der Regierung, Dinge zu beschließen, die ökonomisch vertretbar sind. Das ist hier nicht der Fall. Insofern wird sich herausstellen, ob die Abgeordneten alle auch diese Ansicht vertreten, dass dieses Gesetz zustande kommen soll oder nicht. Was warten Sie denn jemanden, der dann eine Strafe bekommt, kontrolliert wird beispielsweise? Ja, es wird jetzt sehr davon abhängen, welche Art von Strafe er bekommt. Wird es ein Organstrafmandat sein, wird er wohl einfach nicht zahlen müssen. Dann geht das ordentliche Verfahren los. Ja, bekommt er im verkürzten Verfahren eine Strafe, die individualisiert ist, wird er einen Einspruch machen müssen. Also es gibt eine Kaskade von verschiedenen Folgen, die wir aber aufarbeiten werden auf unserer Homepage keine-impfpflicht.at, wo wir genau den Leuten Hilfestellung geben für den Fall, für jeden Fall, den es geben wird. Also Organstrafmandat, Polizei auf der Straße, ja? Automatisierte Bestrafung über Bescheide, ja? Also über verkürztes Verfahren. Diese Dinge, das ist extrem kompliziert, auch für Juristen, hier die richtigen Schritte zu setzen. Und da werden wir Hilfeleistungen bringen, sobald dieses Gesetz einmal da ist, weil dann wissen wir, womit wir rechnen müssen. Ja? Sind Sie eigentlich generell beide auch gegen die Impfung oder sind Sie nur gegen die Impfpflicht? Impfpflicht. Nein, wir sind zu keinem Zeitpunkt gegen die Impfung gewesen, sondern gegen dieses polizeistaatliche Sanktionssystem. Also es geht Ihnen rein um die Verpflichtung? Ja. Ja. Das soll jedermann selbst überlassen bleiben. Ich persönlich bin nicht geimpft. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich werde mich auch nicht impfen, egal welche Strafen mir der Innenminister und der Gesundheitsminister. Das heißt, Sie sagen, Sie zahlen lieber die 2400 Euro? Nein, ich weiß ja für mich, dass es verfassungswidrig ist. Also ich werde den Instanzenweg suchen. Das heißt, werde Sie sagen, wenn Sie kontrolliert werden, gestraft werden, dann gehen Sie zum Verfassungsgericht. Ich gehe im Wald schon vorher. Gehen Sie vorher. Aber tatsächlich, ja. Also ich werde mich sicherlich nicht strafen lassen für mein Grundrecht. Ja. Warum glauben Sie eigentlich, dass der Verfassungsgerichtshof diese Impfpflicht kippen wird? Was ist Ihrer Meinung nach verfassungswidrig? Nun, es ist Recht auf Unversehrtheit. Richtig, Recht auf Unversehrtheit und viele Punkte. Die Auswahl des Arztes, also welche medizinische Behandlung ich mir zugute kommen lassen kann, ist ja auch hier widerlegt, wie der Kollege schon gesagt hat, dass ein Amtsarzt oder Epidemiearzt darüber befindet, ob ich impfbar bin oder nicht, aber andererseits gleichzeitig wieder der Sachverständige ist. Auch die Strafen, gibt es einige Themen, die man mit Sicherheit bekämpfen wird. Und es ist einfach eine Katastrophe,
dass in 22 Monaten oder wenn man der Regierung nur 10 Monate zubilligt, so ein Gesetz zu entwerfen, dass das dabei herauskommt? Man muss dazu sagen, was sind die Punkte? Einer der Punkte ist natürlich zum Beispiel die Genesenen. Ja? Ein Genesener, der genügend Antikörper hat oder T-Zellenimmunität, der wird dennoch verpflichtet, eine Impfung über sich ergehen zu lassen oder Strafe zu zahlen. Und das ist absurd. Ich habe 6 Monate lang. 180 Tage, ja, richtig. Aber wenn ich nach 180 Tagen weiterhin eine Immunität habe, muss ich dennoch, wenn ich die Strafe nicht zahlen will, geimpft werden. Das ist absurd. Das ist eine Kontraindikation. Immunisierung ist eine Kontraindikation. Hier wird mit dem Kamm drüber geschert. Der Punkt ist, ich bin nur dann befreit, wenn ich nicht ohne konkrete ernstliche Gefahr für Leben oder Gesundheit die Impfung bekommen kann. Jetzt müssen wir wissen, Nebenwirkungen sind ja, selbst wenn die Regierung sagt, es gibt wenig Nebenwirkungen, aber es gibt Nebenwirkungen. Und eine Nebenwirkung ist eine ernstliche Gefahr für Leben oder Gesundheit. Hier zwingt mich der Gesetzgeber, ein Risiko einzugehen, das ich nicht eingehen müsste, weil ich sage, okay, ich gehe das Risiko der Nebenwirkung dadurch nicht ein, dass ich mich nicht impfen lasse. Aber hier zwingt er mich, dieses Risiko einzugehen. Und das ist absurd. Die Art und Weise der Verquickung Gesundheitsministerium, also Exekutive, mit Ernennung Epidemiearzt, der dann in meinem eigenen Verfahren Sachverständiger ist. Das ist eine unglaubliche Verquickung von allen bösen, also allen gewaltenteilenden Elementen. Das ist nicht zulässig. Ja? Wir haben einen Gesundheitsminister, der quasi per Verordnung anordnet, welche Krankheiten hier akzeptiert werden. Das ist auch nicht in Ordnung. Ja? Also die verfahrensrechtlichen Problematiken, von denen wir gesprochen haben. Also es gibt viele, viele, viele Punkte in diesem Gesetz, die eigentlich gegen jedes Grundrecht verstoßen. Wie auch, dankenswerterweise hat der Ö24 ja den Ausschuss gezeigt und man hat da auch gesehen, dass die Regierungsexperten, da konnte man nichts anderes erwarten, aber durchaus auch hier kritische Punkte angesetzt haben. Und das wird leider viel zu wenig beachtet. Ja. Jetzt hat die Verfassungsministerin gerade im Interview bei mir gesagt, sie geht davon aus, dass das Ganze auch EU-rechtskonform ist. Das muss ja, sonst würde niemand das Gesetz verstehen. Insofern erübrigt sich ja auch da vertiefend darauf einzugehen. Auf was sich die Frau Ministerin und die Regierung gefasst machen kann, das ist meines Erachtens fix, dass die Behörden hier und die Justiz überschwemmt werden mit Verfahren. Was es definitiv nicht ist, und zwar Europaratsrechtskonform, weil es gibt diese Entschließung, wo es geheißen hat, Anfang des Jahres, dass man eben keine Impfpflicht einführen darf und dass man hier niemanden aufgrund seiner Impfpflicht... Bezieht sie sich immer auf ein Urteil aus dem April 2021? Nein, das ist ja, völlig das absurd. Ist ja genau das Falsche. Es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, ein tschechischer Fall, der wird immer zitiert, findet auch in den erläuternden Bemerkungen eine Rolle. Da ging es um was ganz anderes. Da ging es um eine Masern-Diphtherie-Impfung in Tschechien, wo Leute ihre Kinder in den Kindergarten geben wollten und dort verlangt worden ist, dass man Masern oder Diphtherie geimpft ist, sonst durfte man nicht hineingehen. Diese Eltern haben sich beschwert gefühlt, haben gesagt, es ist mein Menschenrecht, nicht geimpft zu werden, worauf der Europäische Gerichtshof gesagt hat, ja, der Staat kann das anordnen, es muss aber eine angemessene Sanktion sein. Gut, diese Sanktion war, die Kinder durften nicht in den Kindergarten. Ja, war keine Zwangsimpfung. Und das Zweite war, es ist ein Impfstoff, der eine hundertprozentige Immunisierung verursacht und lang erprobt ist. Nichts von dem passt zu Covid. Jetzt ist Ihre Befürchtung, dass der Verwaltungsapparat lahmgelegt wird, weil es so viele Beschwerden geben. Die Hoffnung. Sie dürfen nicht vergessen, wie viele Amtsärzte gibt es in Österreich. Es gibt, ich habe heute nachgeschaut, 246. Wie viele Epidemieärzte gibt es? Okay. Wohl auch 200 in etwa. Und es werden Epidemieärzte jetzt plötzlich gesucht. Jetzt frage ich mich, wie 500 Ärzte einen Ansturm von Einsprüchen bewältigen wollen. Das kann nicht funktionieren. Insofern kann man da, glaube ich, auch relativ gelassen sehen. Mir tut es nur persönlich leid, dass hier Geld verpulvert wird ohne Ende. Und dieses Geld, diese hunderte Millionen, nicht in Kleinstunternehmen investiert werden, in Förderungen, die in Konkurs gehen, das sind massiv viele, in einkommensarme Familien, in Pflegekräfte, in Krankenhäuser. Spezielle Covid-Kompetenzzentren hätte man schon seit Monaten installieren können. Man hätte Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte zu Intensivmedizinern, Krankenschwestern ausbilden können. Das alles hat die Regierung versäumt. Das ist alles sehr bedenklich und ich habe es schon einmal gesagt, am Ende des Tages wird sich jeder der Regierung
verantworten müssen, in welcher auch immer, dafür. Jetzt werden Sie ja ein bisschen in die Rolle der Maßnahmenkritiker, Impfschwurbler, wird das auch genannt, gedrängt. Ärgert Sie eigentlich das? Ja, die Frage ist, was ein Schwurbler ist. Das Wort ist eine neue Schöpfung, in Neudeutsch wird wahrscheinlich in Duden kommen. Woher das kommt, keine Ahnung. Impfmaßnahmenkritiker ist mit Sicherheit richtig. Also darüber ärgere ich mich nicht, sondern da hat jemand genau erkannt, was ich bin. Bin ich ein Impfgegner? Nein, bin ich nicht. Bin ich jemand, der nicht evidenzbasierend arbeitet? Bin ich auch nicht. Alles, was wir hier machen, ist evidenzbasierend. Ja, wir lesen die Papers, wir haben ein Team, das die Papers liest, nämlich die wissenschaftlichen Statistiken. Wir haben zum Beispiel aufgedeckt, dass dieses große Israel-Paper, wo es geheißen hat, man braucht einen Booster, haben wir aufgedeckt, das stimmt, für alle über 65, die drunter nicht. Aber der Regierung war es wurscht, weil die hat nur die Schlagzeilen des Papers gelesen. Das heißt, wir sind sehr kritisch. Und es gibt dann diese wunderbare Sache, was heißt, Impfmaßnahmenkritiker sind dumme Menschen. Wenn das so ist, bin ich sehr gerne ein dummer Mensch. Aber ich glaube, es trifft nicht ganz zu. Und die Leute, die mit uns anrufen, Angst haben, begründete Angst haben, sind auch keine dummen Menschen. Sondern sind wahrscheinlich kritischer als die Menschen, die, weil sie in die Disco gehen, sich jetzt schon mal eine Impfung gegeben haben, weil der Minister gesagt hat, eine Impfung reicht. Na, dann hat er zweite Impfung her müssen. Dann kommt die dritte Impfung. Ja? Und die Leute sind ja auch im Wald an der Nase herumgeführt worden. Ja? Und diese Leute werden auch immer klüger und werden wahrscheinlich auch zu Maßnahmenkritikern. Und ich muss auch sagen, also ich mache ja auch sehr viel Strafrecht und ich kenne alle Grauslichkeiten des Lebens, die mich eigentlich emotional überhaupt nicht berühren. Aber das, was hier in der Kanzlei und auch beim Kollegen wahrscheinlich jeden Tag vorfällt, nämlich dass erstens Mütter, Alleinerzieherinnen, Krankenschwestern, Stewardessen zu mir kommen weinend, weil sie massive Angst haben, in die Zukunft zu sehen. Und was mich aber noch mehr erschüttert ist, dass es die Regierung geschafft hat, die Gesellschaft zu spalten, nichts dagegen getan hat, das zu verhindern und die Abgründe, die sich bei manchen Menschen auftun, aufgrund dieser Spaltung jetzt. Diese Gesinnung, die sich hier offenbart, das betrifft mich emotional. Je mehr als jedes andere Strafverfahren. Machen Sie das Ganze eigentlich oder betreiben Sie das eigentlich privat? Weil das ist ja aufwendig, was Sie da machen. Das ist aufwendig. Da geht viel Arbeitszeit rein. Sie sind beide gut bezahlte Anwälte. Also ich kann mir vorstellen, die Arbeitsstunde bei Ihnen ist nicht gerade günstig. Oder gibt es Sponsoren im Hintergrund, Parteien, die Sie unterstützen? Kann man auf die FPÖ? Nein, es gibt keine Parteien. Nein, das ist ganz wichtig. Wir sind parteiunabhängig. Das ist ja auch die ganze Widerstandsbewegung, die auf der Straße ist. Die 100.000 Menschen, die auf die Straße gehen am Samstag, das sind ja auch alle Parteien vorhanden, alle Menschen. Von den Grünen bis zu den Blauen treffen sie sich auf der Straße. Wir gehören keiner Partei, wir sind weder finanziert von einer Partei oder sowas. Ja, wir finanzieren uns letztlich über unsere Unterstützer. Jeder hat die Möglichkeit, uns über die Plattformen www.keine-impfpflicht.at oder www.covid-beschwerde.at dadurch zu unterstützen, indem man sich registriert und einen kleinen Beitrag zahlt von 50 bzw. 60 Euro. Und dadurch finanzieren wir uns. Ja, und es geht enorm viel Arbeitszeit drauf. Also ich habe mittlerweile ehrlicherweise nur mehr 70-80% meiner Zeit mit dieser Sache zu tun und die restlichen 30% sind Administration in meiner Kanzlei. Hätte ich keinen guten Mitarbeiterstab, müsste ich quasi alle laufenden Kausen einschränken. Und ja, wir finanzieren uns über die Unterstützer. Das ist definitiv so. Sie dürfen nicht vergessen, bei mir zum Beispiel, wir haben gestern, hat eine Person 400 Anrufe entgegengenommen. Zu dieser Causa? Zu Volksbegehren. Also, ja. Zu Volksbegehren. Nur Volksbegehren, 400 Anrufe. Okay. Die bei Ihnen in der Kanzlei angerufen haben? Die bei mir angerufen haben. Die Fragen sind immer die gleichen. Ja, deswegen wird das Telefonat nicht kürzer. Und das Tagesgeschäft muss jemand anderes erledigen. Also entweder ich bin es, der das E-Mail schreibt, oder ich muss mir jemanden anstellen, der das macht, oder der das Volksbegehren und diese Hotline bedient. Und damit wird das natürlich auch eine wirtschaftliche Überlegung, die anzustellen ist, die vielleicht wirtschaftliche Überlegungen, die die Regierung bei diesem Gesetz vielleicht auch anstellen hätte sollen. Ja, richtig. Abschließend noch, jetzt
sind sie ja nicht nur gegen die Impfpflicht, ja, sondern auch gegen den Lockdown, ja, für Ungeimpfte. Den gibt es ja auch noch immer, gerät ein bisschen in Vergessenheit, muss man sagen, aber wir haben ja nach wie vor 2G in weiten Teilen oder eigentlich fast überall. Und es gibt diesen Lockdown für Ungeimpfte. Auch der ist Ihrer Meinung nach verfassungswidrig. Ja, der ist total verfassungswidrig und Sie sagen es, der tritt in den Hintergrund und das ist die große Gefahr. Weil diese Impfpflichtgesetze, die dann wahrscheinlich halb vollzogen werden, klassisch österreichisch, das wird den Leuten nicht wehtun. Aber wir haben nach wie vor 1,4 Millionen Menschen und Tendenz im Wald steigend, weil immer mehr diesen Impfstutz verlieren oder die Immunisierung verlieren durch die Genesung offiziell nach Papier. Also es werden immer mehr Leute, die quasi am sozialen Leben nicht teilnehmen können. Und das völlig ungerechtfertigt. Die Zahlen, die wir jetzt haben in den Intensivbetten, in den Normalstationen, das sind Zahlen, die wir nahezu wie nach dem Sommer gehabt haben. Also es geht alles runter. Es gibt keine Rechtfertigung, uns das Leben, das wir eigentlich im Sommer und im Frühling letzten Jahres gehabt haben, zu nehmen. Und die Regierung bei die Omikron-Zahlen steigen jetzt. Die Infektionszahlen, aber nicht die Bettenzahlen, weil Omikron offensichtlich tendenziell massiv viel mildere Verläufe hat. Ja, die Leute in meiner Umgebung, die Omikron haben, haben alle bestenfalls Kopfschmerzen gehabt. Ein einziger Fall war ein dreifach Geimpfter, dem geht es ein bisschen schlechter. Einer, aber das ist ein dreifach Geimpfter, also dem hat das auch nichts geholfen. Und dieser ganze Rahmen ist nicht gegeben für einen Lockdown. Was hindert mich, mit meiner Tochter Eislaufen zu gehen oder Skifahren zu gehen in der freien Luft? Es gibt Leute, die sagen, wir dürfen nicht Tennis spielen gehen. Also das sind ja alles Dinge, selbst in der schlimmsten Zeit der ersten 3-4 Monate hat man Golf spielen können, Tennis spielen können, laufen dürfen. Das darf ich offiziell nicht mehr. Das darf ich als Ungeimpfter nicht mehr. Ich glaube, sportliche Betätigung ist erlaubt. Nein, nicht auf so Sportplätzen. Aber nicht auf offiziellen Plätzen. Der Gesundheitsminister hat im Herbst einen Stufenplan stolz präsentiert. Was ist aus dem geworden? Da wäre Stufe 3 ab 300 Intensivbetten eine Verschärfung eingetreten, beziehungsweise wäre es eine Erleichterung. Wir sind Stufe 1. Stufe 1 momentan und der ändert nichts an seiner Verordnung. Das ist unglaublich. Und dann muss man noch den Mut haben, das muss man ihm eingestehen, sich in der Pressekonferenz hinzustellen und zu sagen, wie toll dieses Gesetz ist. Und hat nicht einmal die Verordnungen unter Kontrolle, die er eigentlich mit seinem Stufenplan eigentlich kontrollieren müsste. Zum Beispiel im Hauptausschuss, alle 10 Tage muss ja diese Lockdown-Verordnung verlängert werden. Ja? Das macht es einerseits schwieriger, sie zu bekämpfen, weil man immer nur 10 Tage Zeit hat, die Verordnung zu bekämpfen. Aber andererseits muss dann im Hauptausschuss präsentiert werden, warum es notwendig war. Ja? Und es ist allen Beteiligten im Nationalrat klar, dass die Zahlen nicht mehr das rechtfertigen. Es wird aber von der Seite der Regierungsparteien gesagt, naja, es könnte wieder schlimmer werden. Wenn ich unter diesem Aspekt Gesetze und Verordnungen und Wegsperren von Menschen mache, dann habe ich das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das kann nicht sein. Und ich hoffe, dass der Verfassungsgerichtshof endlich irgendwann einmal inhaltlich in diesen Geschichten eine Entscheidung trifft. Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden das natürlich weiter verfolgen, auch wann dann diese Eintragungswoche des Volksbegehrens stattfindet. Jetzt machen wir eine ganz kurze Werbepause. Und dann geht es gleich weiter. Wir bleiben aber beim Thema Impfpflicht und da diskutieren gleich hier im Studio wohl sehr emotional und wohl auch sehr kontroversiell Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross eben zur Einführung der Impfpflicht. Die Meinungen könnten da nicht unterschiedlicher sein. Sie sind gleich zu Gast bei Wolfgang Fellner. Kurze Werbepause und dann, wie gesagt, vielleicht die Europax griffbereit haben, weil es wird dann etwas lauter werden mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross.